Hallo bei den Spielzeugtestern. Heute kommt mal Back to School Video. Wow, you can really dance. Wow, you can really dance. Dafür stehen wir jetzt vor Lidl, denn die haben Schulsachen im Angebot. Ja. Und was habe ich vergessen? Den Schulzettel, wo drauf steht, was wir kaufen sollen. Ja, ich bin so ein Dösi, ne? Ja, aber wir versuchen, das Beste einzukaufen. Ja, aus dem Gedächtnis raus und... Also ich habe ihn mir nicht mal angeguckt. Nee, das weiß ich, aber ich habe ihn mir angeguckt und ich hoffe, ich weiß noch alles. Und das heißt, wir setzen jetzt die Masken auf und gehen shoppen. Jupp, jupp. Ich brauche Schulhefte 27 und 28. Und was liegt hier nur? 28 und drei Stapel mit 26. Okay, dann nimm mal hier die 28 schon mal mit. Ich hoffe, das stimmt. Und hier sind die Filzstifte, brauchst du nicht. Und Zirkel, hat sie gesagt, kriegen wir noch mal eine Info. Hier sind die Federtaschen. Von außen natürlich hauptsächlich. Das können wir ja austauschen. Schau mal, wie die... Warte mal, sag mal. Stifte. Wo kommt dein Füller hin? Na, das ist auch für die erste Klasse, ne? Meinst du? Ja, weil das auch so Action-Figuren sind. Die sind hier. Weißt du was? Gefällt dir nicht? Naja. Nee. Also, aber hier könnte der Tintenroller hin, oder? Stimmt. Aber irgendwie... Doch nicht? Ja. Nichts dabei. Okay. Von außen. Und Mappen? Ja, okay. Das sind die Farben, die du nicht brauchst. Und in diesem dunklen brauchst du tatsächlich nur Rot. Dafür brauche ich ja nicht die ganze Packung kaufen. Weißt du? Okay, dann gehen wir weiter. Das läuft ja super bisher. Dann müssen wir doch zu Rossmann. Aber vorher gehen wir noch einmal zu Aldi, weil die hatten auch was, okay? Ja, aber wir können auch erstmal noch was zum Abendbrot shoppen. Meine Essensbox ist kaputt. Ja. Und deswegen kaufen wir eine Mega. Aber dann, es gibt sie eingeschweißt? Nee. Willst du die in Pink? Ja, mal gucken, wie es rund. Mach mal auf. Mit drei Tagen. Okay. Du kannst aber auch viel Essen mitnehmen dann da. Und hier ist sogar ein Deckel für hier und hier auch. Hier kann ich kein Essen raus. Hier kann man auch vielleicht noch... Irgendwas, was flüssig ist eher, weißt ja. du, weil man zudrehen kann. Okay, gut, dann ist sie doch super. Ja. Wenigstens etwas. Unsere Ausbeute. Ja, das ist wirklich nicht viel. Irgendwie habe ich mit mehr gerechnet, du auch, ne? Ja. Ja, na gut, jetzt fahren wir Eier holen. Und dann nochmal zu Aldi und Lidl, aber vorher, zu Aldi und Rossmann, aber vorher holen wir noch den. Einkaufszettel. Den Einkaufszettel. Bei Aldi gibt es das erst ab Donnerstag. Sagt die Dame zu uns, ne? Ich muss das echt nochmal nachprüfen. Das ist voll der Fail-Einkauf hier gerade. Wir wollten euch echt mitnehmen zum Shoppen. Aber irgendwie, und jetzt kaufen wir den Rest bei Rossmann einfach. So wie letztes Jahr, ne? Ja. So, welche Nummer hattest du jetzt gerade? Die 28, ne? Dann nimm, drei Stück brauchst du davon. 27? Genau, drei Stück, bitte. Nochmal 28? Nein, davon, ich glaube, wir haben fünf Stück. Aber guck mal, die hat einen Knick hier oben. Nimm mal nicht gerade den ersten. Genau, so. Mindestens ein roter Umschlag und ein roter Hefter. Ein roter Umschlag. Den hier. Einen roten Umschlag und hier fährt gerade eine Kehrmaschine, deswegen hört ihr uns ein bisschen schlecht. Ich bin rot. Einen roten Hefter. Da unten. So einer. Oh, die sind im Angebot. Nein, nein, nein. Die hier. Da. Die sind aber da auch 19. Nein. Das sind die falschen. Da nimm gleich zwei Stück von mit. Okay, jetzt noch ein College-Block.
Hier steht aber nur College. Ach, liniert, mit Linien. Ja, sowas. Buntstifte. Ja, das ist das, was ich eigentlich für Aldi kaufen wollte. Die sind aber hübsch. Wow. Wow, you can really dance. Wow, you can really dance. Die sind echt hübsch. Oh, ich mag ja so Pastellfarben, ne? Das ist echt schön. Patronen haben wir noch. Das ist ja, ist das dein Füller? Nee. Das ist der hier. Ist das dein Füller? Nee, der. Das ist dein Füller? Ja, das weiß ich, weil der auch so ein Loch. Genau, ja, und die Patronen haben wir noch nur in der Schublade. Nur, dass der was anderes hier drauf hatte. Wie sieht das mit Tintenkillern aus? Die sind im Angebot okay. Hier. Besser ist das, ne? Das war's bei Rossmann. Das eine Riesenausbeute wieder. Ja, das war immer noch das meiste. Aber du hast ja auch einfach noch viele Sachen vom letzten Jahr. Ja. Wir sind wieder zu Hause. Und jetzt will ich meinen Step-by-Step-Ranzen packen. Und Mama sagt dazu immer Rucksack. Und zu meinem Rucksack Ranzen. Ja, das stimmt. Ich verspreche mich ganz oft. Und Hannah hat jetzt die erste Woche Ferien. Und wir wollen das nämlich erledigt haben, beziehungsweise ich will das erledigt haben. Ich will diesen Ranzen... Moment. Ich will diesen Ranzen fertig haben mit diesem ganzen Gedöns, was die Lehrerin aufgeschrieben hat. Ich will ihn packen, ich will ihn in die Ecke stellen und ich will ihn vergessen. Und bis zum Ende der Ferien. Ich habe gerade was noch gefunden. Deine Steine von, wahrscheinlich, oder? Und ich hatte den traurigen Smiley mit dem Bart gemacht. Okay. So, und jetzt nehme ich erstmal den Rucksack hier runter. Warte, ich nehme erstmal meine Federtasche raus. Deine zwei Federtaschen. Genau. Ja. Weil da müssen wir natürlich auch gucken, ob das alles so in Ordnung ist. Ja. Und mach schon mal auf. Genau, ihr habt ja gesehen, dass wir nach einer neuen Federtasche geguckt haben. Aber das hat uns alles nicht gefallen und ja. Die ist ein bisschen gekrakelt. Ja, das da hat jemand drin rumgekritzelt. Weil das meine erste ist, die zweite ist ein bisschen kaputt. Ja. Weil da mein Tintenroller hier hinten drin war. Das heißt, wir müssen diese Stifte anspitzen. Und die hier kannst du mal alle rausnehmen. Die kommen alle in den Müll. Das sind welche von Minnie Maus. Darf ich mal sehen, ob da noch irgendwas draufsteht? Nee. Nein, das ist nur wieder ein anderer, der hier. Was? Minnie von Disney. Keine Ahnung. Die waren in so einer Alu-Schachtel. Und jedes Mal, wenn wir die anspitzen, kennt ihr solche Stifte, die spitzt man an. Und in dem Moment kann man schon die Mine wieder rausziehen. Das ist richtiger Mist. Und deswegen... Ich war ja dann nochmal bei einem anderen, auf dem Boden, bei einem anderen Lidl und da gab es noch diese Buntstifte hier mit dem Radici hinten dran. Ja, räumen wir das hier auch nochmal anständig ein. Corona! Gesundheit! Okay. Oh, die Farben sind ja schön. Der kann auch gleich raus. Wieso? Der ist doch noch gar nicht so alt. Ich meine, ich habe zwar neue gekauft, aber der ist noch nicht alt. Der funktioniert noch. Okay. Und wo gehört das hier hin? Gehört hier rein. Bei einem Jahr brauche ich ja kein neues. Wie viele Stifte sind das? 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12! Ja, das ist es ja. Cooles. So, und ich gucke mal eben hier rein. Ich sortiere das nach der richtigen Reihenfolge. Hier hat Hannah Tintenpatronen drin für ihren Füller. Dann hat sie diese Neon... brauchst du das überhaupt? Das ist doch nicht so schön, oder? Weil sich das immer biegt. Ich glaube, da brauchst du mal ein anderes. Diese Neonfarben und... Oh mein Gott, die sind schon angespitzt. Na, das wäre jetzt ein Ding, wenn wir die auch noch anspitzen müssten. Also hier diese coolen Farben. Hattest du die nicht zu Ostern bekommen oder zu was? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich auch nicht. Oh mein Gott, diese mega cool, die Farben. Wow. Die sind sogar noch okay. Wow. You can really get it. Deshalb sagen wir das immer. Weil einen das Wow immer erinnert. Hannah Schere. Ja, und guck mal.
Das sieht richtig gut aus. Ja, ich drehe alle mit. Brauchst du den eigentlich jemals in der Schule? Nee. Nee, ne? Dann können wir den doch eigentlich hier lassen. Das war eigentlich nur, als wir es Schreibschrift ja gelernt hatten. So, dein, der ist auch noch in Ordnung. Wir haben zwar neue gekauft, aber wir müssen ja nicht austauschen, was noch gut ist. Das heißt, es kommt alles in die Schublade als Reserve. So, das ist Müll jetzt. Hier ist dein Mini-Fuzzi. Oh mein Gott, und jetzt habe ich alles. Und das. Okay. Dann haben wir die Lunchbox jetzt gekauft. Das einzige Problem, das wir haben, ist, hier ist es ja extra schön mit so einer Thermofolie, damit das schön kalt bleibt, aber... Nee, das habe ich mir gedacht. Und Hannah sagte dann, schmeiß weg alles. Ich soll das hier rein tun. Ja, und diese Federtasche kommt dann hier vorne rein. Das passt nämlich. Das haben ganz viele. Ja, bloß da gehört eigentlich die Thermosachen rein, ne? Aber ja, es passt tatsächlich. Aber... Also es passt wirklich, aber wie gesagt, es ist eigentlich, um die Sachen zum Beispiel kühl zu halten oder wie auch immer. Wir hoffen, meine Stifte wenigstens nicht im Sommer heiß. Wir hoffen mal, dass die funktioniert. Oh, jetzt immer mit Deutschen. Und dann haben wir so Sticker, und zwar einmal breitere. Die dürfen sogar mit in den Geschirrspüler. Die gehen nicht ab und... Die sind von Sticker Kit. Die haben wir aber auch schon seit 3 Jahren, seitdem du eingeschult worden bist. So sehen meine Namenssticker aus. Das so, und dann haben wir hier jetzt verschiedene Farben. Das ist für dein Hausaufgabenheft. Ja. Das haben wir aber noch nicht bekommen. Hier sind noch weitere Farben. Und dann habe ich bei Lidl dann doch noch... Wo hab ich jetzt den anderen? Ich habe Konfetti auf meiner Hose. Weil wir hatten ja die 28 gekauft und die 27 gab es nicht, erinnerst du dich? Ja. Bei dem anderen Lidl gab es die 27 noch. Jetzt haben wir davon zumindest mehr als genug, von der 27 und auch von der 28. Hier sind noch mehr Schnellhefter, die muss ich alle beschriften gleich. Dann ist hier der College-Block. Ich habe schon 3 Stifte angespitzt. Perfekt, die sehen aus wie neu wieder. Ja. Dann gibt es hier so Buchschutzhüllen und wir haben aber die Bücher noch nicht von Hannah, die besorgt nämlich die Lehrerin. Über euch fliegt gerade eine kleine Fliege. Zum Glück weiß Omi nichts, sonst wäre die Fliege jetzt tot. Er hat die Augen zu. Er liegt hinter euch. Ja. Auf jeden Fall hoffe ich, dass die passen. Kann natürlich sein, dass die zu klein sind, die Bücher, oder zu groß. Dann müssen wir sie einschweißen lassen oder einschlagen lassen oder andere Hüllen kaufen. Ja, bitte. Die Fliege fliegt gerade über den Gletscher. Also ich sehe sie gerade. Ja. Vielleicht ist sie sogar einmal kurz mit in der Kamera. Also das können wir erst ausprobieren, wenn wir die Bücher dann am ersten Schultag haben. Und dann brauchst du noch feste Turnschuhe und Sportzeug. Okay, die und Hausschuhe. Das können wir dann aber auch erst, das machen wir in 6 Wochen dann. Weil du hast zwar noch Turnschuhe, aber müssen wir dann halt gucken, ob die noch passen. Ansonsten spitzer Bleistift steht da extra drin. Ein spitzer Bleistift. Ja. Und dann muss ich halt noch Geld in einen Briefumschlag packen für die Bücher. Bei einigen Schulen ist das ja so, dass die Eltern die Bücher besorgen müssen. Oder sie müssen die Bücher teilweise besorgen. Bei uns ist es so, dass die Lehrer das machen und wir eben das Geld dafür geben. Ja, sie sagen uns, wie viel das kostet. Genau. Wir geben so viel Geld. Ja. So, hier ist noch der Stundenplan, aber der wird sich ja ändern. Ja. Mach zu. So, den müssen wir jetzt gleich noch auskippen. Geh rein. Und jetzt beschriften wir die ganzen Unterlagen und dann kommt es hier rein. Klaro? Ja, den muss ich erst auswaschen. Ja, und der kommt dann ja auch nicht hier rein, sondern den kommt... Soll ich der das abmachen? Ja. Der kommt dann in den Schrank und wird dann benutzt, wenn es soweit ist. Ich verlinke euch alles, was ich finde, unten in der Infobox, inklusive der Sticker, die wir haben, den Schulranzen. Oh mein Gott! Oh, mein kleiner Fleck, nur das hier war schon... Ja, das ist wahrscheinlich ein Pinüppel, wo das zusammengenietet ist. Cool. Ja, schick.
Wir haben den Ranzen jetzt fertig gepackt. Hier vorne ist jetzt Hannas Federtasche drin. Die passt wirklich ganz genau hier rein. Ja. Und er ist natürlich noch super leicht, weil einfach noch keine Bücher drin sind. Ja. Hier kommt dann später das Trinken rein. Und jetzt kommt er in die Ecke. Und wir wünschen euch ganz tolle Ferien. Die, die schon Ferien haben, so wie Hanna. Und alle anderen nicht traurig sein, denn dann, wenn Hanna schon wieder zur Schule geht, dann habt ihr meistens noch Ferien, weil ihr einfach ein bisschen später angefangen habt. Das ist vor allen Dingen auch gar nicht so schlecht. Und im Moment ist unser Wetter eher so, so typisch Sommerferien. Ne? Kaum, dass die Ferien begonnen haben, war die Sonne weg. Also die Sonne ist schon da, aber es sind locker 10 Grad weniger und nichts mehr mit Freibad oder so. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss! Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch! Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr unser letztes Video anschauen.